Freunde, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu meinem Facebook Live Video Chat Nummer 2. Ich darf euch herzlich begrüßen aus meinem Bürgerbüro in Landau. Diesmal nicht aus dem Facebook Hauptquartier, sondern direkt aus dem Herzen der Südpfalz. Ich hoffe, ihr habt 10 Minuten Zeit mitgebracht und freut euch auf eine spannende Diskussion, die wir wahrscheinlich gleich haben werden. Der letzte Facebook Live Video Chat war sehr, sehr interessant für mich. Ich habe sehr viele Eindrücke mitgenommen und ich hoffe, ich konnte die eine oder andere Frage beantworten. Heute wird man nicht drumherum kommen, mit der Türkei einzusteigen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe gestern so gegen 22 Uhr CNN eingeschaltet und die Vorgänge irgendwie bis morgens um 1 verfolgt und ich bin immer noch sehr erschüttert. Wenn man bedenkt, dass im Jahr 2016 ein Militärversuch, eine Regierung zu stürzen, unternommen wird in einem befreundeten Land, dann ist es doch schon irgendwie befremdlich. Und meine Einstellung ist hierzu ganz klar, man kann nur durch Demokratie etwas ändern. Militär und militärische Versuche, die können keine Regierung, sollen keine Regierung ändern. Die Lage dort ist für uns immer noch so ein Stück weit unübersichtlich. Ich habe mir viele Informationen vom Auswärtigen Amt geben lassen. Ich habe beim Einsatzführungskommando der Bundeswehr nachgefragt. Und ich habe ähnliche Zahlen bekommen, die ihr auch über die Medien bereits verfolgen konntet. Für mich sehr spannend und interessant ist, dass es den Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten in Incirlik gut geht. Das Einsatzführungskommando hat berichtet, dass die Sicherheitsstufe dort von Charlie auf Delta verändert wurde. Das heißt, stärkere Kontrollen und gleichzeitig keine Flüge über dem Luftraum der Türkei. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr interessante, aber sehr, sehr dramatische Lage, die es dort gibt. Ich werde dranbleiben und werde auch stündlich darüber informiert, was es Neues gibt. Was für mich sehr wichtig ist, ist, dass man mit den Putschisten nach dem Putsch genauso rechtsstaatlich umgeht, wie wir uns das alle wünschen und vorstellen. Also, dass es keine, wie Präsident Erdogan gesagt hat, keine Säuberungsaktion oder Ähnliches gibt, sondern mein Wunsch ist, dass es dort rechtsstaatliche Verfahren gibt und man mit auch den Militärangehörigen, die diesen Putsch unternommen haben, mit Gerichtsverfahren umgeht und Ähnlichem. Der zweite Punkt, der finde ich in dieser Woche wirklich erschütternd war, waren der furchtbare Anschlag in Nizza. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wenn man diese Bilder gesehen hat von diesem riesig großen LKW, der durch die Menschenmenge fährt, es ist einfach nur noch grauenvoll und einfach abscheulich. Viele, viele Tote. Ich bin mit meinen Gedanken in Frankreich, ich bin mit meinen Gedanken bei den Freundinnen und Freunden dort und muss eins feststellen, dieser multinationale Terrorismus, diese dschihadistischen Auswüchse, die sind wirklich kaum noch zu ertragen. Gleichwohl wird man sich die Frage stellen müssen, und ich mache das schon seit anderthalb Jahren, wie geht man mit diesem Phänomen um? Ich bin mir mit einem Punkt sehr sicher. Eine ausschließlich militärische Antwort auf solche Fragen kann es nicht geben. Es kann nur einen breiten Ansatz aus allen Politikfeldern geben, der sich damit beschäftigt und damit auseinandersetzt. Und ich lade euch alle ein, an der Diskussion teilzunehmen und euch vielleicht auch mal hinzusetzen und mir eure Gedanken darüber zu schreiben. So, jetzt legt mal los mit euren Fragen. Ich habe jetzt 3 Minuten was erzählt und wäre sehr daran interessiert, von euch das eine oder andere gefragt zu werden. Ich habe gestern und heute ein paar Fragen bekommen. Eine zur Türkei, die mir gestellt wurde, habe ich, glaube ich, gerade beantwortet. Eine andere, die mir Tobias geschickt hat, zum Thema Arbeitnehmerüberlassung, die werde ich erstmal in Berlin prüfen müssen. Ich habe keine aktuellen Informationen dazu, aber ich werde direkt bei Andrea Nahles nachfragen. So, wir hatten eine Frage vom letzten Mal, die habe ich mir noch notiert. Und zwar hat eine Userin gefragt, wie ich denn zum Thema Deutschlands Verantwortung in der Welt stehe. Deutschland hat eigentlich seit einigen Jahren viel Verantwortung in der Welt übernommen. Was gern durcheinander gebracht wird bei dieser Frage, ist militärische Verantwortung, präventive Verantwortung, diplomatische Verantwortung und so weiter. Wenn wir Abgeordnete von Verantwortung sprechen, meinen wir genau häufig diesen präventiven, diesen diplomatischen Weg. Und das ist auch genau der, für den ich mich einsetze. Wir wissen, dass das Thema Intervention wahrscheinlich in manchen Fällen durchaus nötig sein wird, aber wir wissen auch, dass Prävention eigentlich die sehr, sehr erfolgreiche Maßnahme ist, die zum Einsatz kommen soll. Steffen Bucher schreibt mir, die Auswüchse sind nicht mehr zu ertragen. Es muss endlich auch mal mit Härte regiert werden, militärisch, politisch. Lieber Steffen, ich vermute fast, du meinst die schlimmen Anschläge in Nizza. Ich will dir an der Stelle widersprechen. Es ist unglaublich schwierig, auf diese Art von terroristischer Gewalt
mit Härte und mit Militär zu reagieren. Die Franzosen haben momentan im Land zehntausende Soldaten auf den Straßen und die haben relativ viel versucht. Ich glaube, dass das Thema ein langfristiges und langwieriges sein wird, bei dem man einfach nicht nur mit Militär antworten kann, sondern es müssen präventive Maßnahmen eingesetzt werden, es müssen sozialpolitische Maßnahmen eingesetzt werden. Ja, und es wird wahrscheinlich an der anderen Stelle auch mit Militär oder mit harten innenpolitischen Maßnahmen reagiert werden müssen, aber eben einfach nicht nur. So, habt ihr weitere Fragen, Freundinnen und Freunde? Legt los. Wenn nicht, erzähle ich euch vielleicht ein klein wenig, was bei mir in den letzten Tagen so los war. Ich bin momentan auf großer Sommertour in der Südpfalz unterwegs, mache ganz viele Haustürbesuche. Das genieße ich übrigens sehr. Es ist mal wieder eine schöne Abwechslung vom politischen Alltag in Berlin und versuche abends bei Grillfesten mit den Menschen im Wahlkreis in Verbindung zu treten und stelle eins fest, die Mehr von den politisch Uninteressierten, die stimmt in vielen Bereichen nicht. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Politik, die Menschen abzuholen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und dann wird es auch, glaube ich, insgesamt wieder besser, was Wahlbeteiligung und was politische Beteiligung angeht. Aber auch hier an euch, macht mit. Also Politik ist nicht nur was für uns Abgeordnete, sondern es geht euch alle an. Deshalb haut rein. Wir haben eine spannende Diskussion bei uns, gerade in der Rheinpfalz, das ist die lokale Tageszeitung, die sich eigentlich nicht so ganz sicher ist, ob es was Gutes ist, wenn man mit Bratwursten und im Grill zu Menschen geht und mit ihnen versucht, darüber Politik zu diskutieren. Ich habe da eine ganz klare Meinung. Ich glaube, wir müssen Leute dort abholen, wo sie sind. Wir dürfen nicht nur darauf warten, dass die zu unseren Podiumsdiskussionen, Indoor-Veranstaltungen kommen, sondern Politik muss rausgehen, Politik muss nah dran sein. Und das ist mein Politikstil und da mache ich auch gern weiter so. So, jetzt schaue ich gerade, ob noch weitere Fragen eingehen. Das scheint momentan nicht der Fall zu sein. Ich danke euch ganz herzlich für die eingegangenen Fragen, die es im Vorfeld gab. Ich danke den knapp 30 Betrachtern, die heute dabei waren. Und ich wünsche euch allen zusammen ein schönes Wochenende mit viel, viel Sonne, schönem Wetter und ganz viel Spaß. So, jetzt kommt von Detlef, der kriegt die Frage noch beantwortet. Detlef, klär mir noch eine Frage rein, der mich fragt, ist eine GroKo 2017 noch denkbar, insbesondere nach der Aktion von Klöckner CDU gegen die Landesregierung? Ich habe einen großen Wunsch. Ich will nach 2017 nicht mehr in einer großen Koalition sein. Es macht nämlich überhaupt keinen Spaß, ehrlich gesagt, mit der CDU zusammen zu regieren in dieser riesig großen Koalition. Ich wünsche mir besseren politischen Diskurs und ich glaube, dass die SPD mehrere Optionen haben wird nach 2017. Ich sehe da keine Option mit der CDU. Ich kriege die Frage, ob man sich für die Haustürbesuche irgendwo anmelden kann. Ja, schreibt doch gerne mal eine Mail. Also ich mache auch gern Besuche direkt, aber momentan ist es so, dass wir viele, viele Touren geplant haben. Wir sind in vielen Orten unterwegs und ich bin ganz über die Südpfalz verteilt und es ist eigentlich ganz schön. Jona Wahr fragt, wie stehst du zu der Geschichte zum Sozialamt und den Geflohenen? Lieber Jona, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, was du meinst. Vielleicht kannst du das nochmal präzisieren, dann kann ich da auch präzise drauf antworten. Jeanette Keller schreibt, mein Sohn ist Altenpfleger, wie stehst du zur Pflegekammer? Ja, Pflegekammer ist was das Land eingeführt hat und der Nutzen der Pflegekräfte, so wird mir zumindest erzählt, ist ziemlich hoch dabei. Also dass es große Möglichkeiten gibt, einiges zusammenzuführen und dass die Pflege ein Stück weit verbessert werden kann und auch die Arbeitsbedingungen verbessert werden können. Aber ich kann dich da sehr, sehr gern an meinen Kollegen Alexander Schweizer oder Wolfgang Schwarz weiterempfehlen, die beim Thema Pflegekammer noch deutlich besser drin sind als ich. So, jetzt sind bei mir 10 Minuten rum. Ich danke euch herzlich für die Diskussion. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch geht's auch so. Und jetzt noch ein schönes Wochenende und alles, alles Gute. Tschüssi.